Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch meine neue tolle Boje. Und zwar ist die von New Wave. Ja. Und wenn ihr mal in den See schwimmen geht, ja, wie hier zum Beispiel, und alleine seid, dann ist es ganz gut, wenn ihr so eine Boje dabei habt, falls ihr einen Krampf kriegt oder sowas in der Art. Oder wenn ihr so ein Schisser seid wie ich, weil dann schwimmt ihr nämlich sowieso eigentlich fast gar nicht alleine. So, ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Ihr macht das jetzt mal hier so auf. Moment. Hier öffnen. Und dann ist es voll cool, weil wenn ihr jetzt halt am See seid, dann habt ihr ja natürlich einen Autoschlüssel. Und der kommt in die Boje, damit den keiner klaut. Und dann habt ihr noch euer Handy. Und zur Sicherheit gibt es hier auch von New Wave so ein Täschchen, wo man das Handy reintun kann. Falls jetzt doch Wasser in die Boje laufen sollte, was es eigentlich nicht tut. Aber euer Handy ist teuer, also safety first. Und dann muss man das hier verschließen. So, verschlossen. So, jetzt ist der schon mal eingepackt. Dann kommt das hier noch in die Boje. Und dann müsst ihr die einfach aufpusten. Also erstmal das hier locker drehen und aufpusten. Entschuldigung, oder? Viermal? Viermal. Viermal ist besser. So, dann ist es jetzt zu und es ist wichtig, dass das hier quasi an dem Hahn ist, damit es nicht so im Wasser schlafert. So, jetzt müsst ihr noch den Gurt hier um euch rum tun, der natürlich passend ist zu eurem Triathlon-Einteiler. Ja, so wie bei mir. Dann könnt ihr den natürlich noch einstellen. So. Dass es auch passt. Und dann müsst ihr die Boje da einhängen. Dann habt ihr euer Handy dabei, euren Autoschlüssel und eine Schwimmhilfe. Und dann müsst ihr natürlich noch die Schwimmkappe aufziehen, liebe Freunde. Und jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen, weil ihr seid jetzt sicher. Und jetzt könnt ihr quasi schwimmen. Moment. So, noch meine Schwimmbrille. So. Und dann könnt ihr schwimmen gehen, liebe Freunde. Ja? Und wenn euch der See zu klein ist, dann nehmt ihr einfach ein großes Becken. Dann schwimmt ihr in den Becken. So Leute, und wenn ihr fertig seid mit Schwimmen, dann könnt ihr das wieder hier vom Clip runter machen. So. Und dann dreht ihr einfach das hier auf. Dann lasst ihr die Luft raus. Schlüssel und alles andere, was ihr auch noch so rein habt. Ist das nicht cool?